Können wir einfach an dem vorbeigehen? Können wir. Wen haben wir denn hier? Den Häuptling. Hallo, ich bin Zhao King. Ugawa Changa Tuwanga. Kannst du Deutsch sprechen? Wanga Chungula Urumpi. Wie bitte? Unga Tusani Chunga Maroni. Ich hatte gerade schon ein Gespräch mit jemandem, den ich nicht verstanden habe. Oh, das verstehe ich leider nicht. Chunga Tuwanga Ungula Tusani. Ich spreche nicht Pygmäisch. Auf Wiedersehen. Unga Chunawa Tusani Unga. Okay. Der schläft. Dann gehen wir doch mal rein zum Krämer Bob. Squawk! Hey, so sieht man sich wieder, gefiederter Freund. Hallo, mein Sohn, ich bin Krämer Bob. Ich führe mit Naomi da drüben den Laden hier. Was kann ich für dich tun? Bist du der Krämer Bob, von dem mir dieser Papagei erzählt hat? Kann sein. Was hat der Papagei dir noch erzählt? Tja, er hat mir von einer Prinzessin erzählt. Ich glaube, sie hieß Azura. Er sagte, sie wäre in Schwierigkeiten. Hör zu, ich glaube, wir müssen uns mal richtig unterhalten. Wie heißt du? Mein Name ist King. Zhao King. Man kann mich als Pilot anheuern. Also gut, Zhao. Azura ist eine gute Freundin und sie wurde gekidnappt. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, aber ich habe eine Vermutung. Vielleicht brauche ich deine Hilfe, um sie zu finden. Hast du Interesse? Ja, da sagen wir doch mal, Warum brauchst du meine Hilfe, wenn du es selber kannst? Die Leute, die ich der Entführung Azuras verdächtige, kennen mich als ihren Freund. Sie würden sicher Verdacht schöpfen, wenn ich da rumschnüffeln würde. Niemand im Dschungel weiß, wer du bist. Tja, aber wir sind doch Pilot. Man kann mich als Pilot anheuern, nicht als Detektiv. Und ich bin der Besitzer eines authentischen Eingeborenendorfs und 24-Stunden-Shops. Manchmal müssen wir Dinge tun, die wir nie geplant hatten. Na gut. Okay, ich helfe dir. Erzähl mir die Einzelheiten. Super, ich wusste, dass du mir helfen würdest. Ich denke, dass Fleder die Lederhosengesellschaft Azura gekidnappt hat. Sie wurde heute zuletzt in der Nähe ihres Lagers gesehen. Es wäre gut, wenn du das Lager mal durchsuchen könntest. Tja, aber... Was macht eine Lederhosenfabrik hier am Amazonas? Das frage ich mich auch. Ich kann mir vorstellen, dass sie nur ihre eigentlichen Aktivitäten damit vertuschen wollen. Ich weiß nicht, was sie vorhaben, aber es kann nichts Gutes sein. Tja. Wofür braucht man eigentlich Lederhosen hier? Lederhosen? Naja, gute Frage. Also, ich glaube, die exportieren die, weil die Produktion hier so billig ist. Und das wohlgemerkt schon 1995. Wie kommst du darauf, dass Fleder sie gekidnappt hat? Eine Menge Leute aus der Nähe werden vermisst. Außerdem hat Fleder Elektrozäune und Wachhunde. Ist das nicht ein bisschen viel für eine Bekleidungsfirma? Jetzt weiß ich ja Bescheid. Und werde mal losziehen. Du findest Fleder auf der anderen Seite des Gipfels. Sei vorsichtig, Zhao. Und sag Bescheid, wenn du mich nochmal brauchst. Auch adventuremäßig versuchen wir doch einfach mal irgendwas hier. Entschuldigung, wie viel kostet dieses Ding hier? Das Ding ist ein Staubsaugersöhnchen und ich fürchte, er kostet mehr, als du zahlen kannst. Okay. Es ist leer. Ganz richtig, mein Sohn. Die Wurst müsste jetzt jeden Tag kommen. Tja, der Wurststand ist bei null, aber wir haben doch noch ein paar Salamis dabei. Du siehst aus, als ob du Hunger hättest. Ich habe noch etwas Wurst. Möchtest du was davon? Auf jeden Fall. Ich bezahle dich auch dafür. Ist schon gut. Du brauchst nicht zu bezahlen. Ich bestehe aber drauf. Hier hast du ein bisschen Geld. Hey, danke. Ich habe dir zu danken.
Dafür ist er extra vom Tresen hervorgekommen. Was hat er uns denn gegeben? Ich bin reich. Das erinnert mich ein bisschen an Monkey Island. Allerdings sah das da doch deutlich mehr aus. Na, dann können wir doch jetzt einen Staubsauger kaufen. Entschuldigung, ich würde das hier gerne kaufen. Das da ist ein Staubsauger, mein Sohn. Es ist ein Experiment mit Autoantrieb. Autoantrieb? Ja, der hat eine eingebaute Batterie oder sowas. In der Stadt wäre er ein Vermögen wert, aber hier im Dschungel ist er wertlos. Ich bin sicher, dass ich damit etwas anfangen kann. Hier ist etwas Geld. Bitteschön. Hat der Mann uns eben nicht gerade gesagt, dass wir uns... Komm bald wieder. ...den Staubsauger sowieso nicht leisten können? Und jetzt auf einmal gibt er ihn uns für... Ach, unser ganzes Geld ist weg. Es ist ein bisschen früh für einen Frühjahrsputz. Ein Eimer voll Netze. Ganz wichtig beim Amazonenfischen. Ich würde meine Hände nicht in dieses Piranha-verpestete Wasser stecken wollen. Entschuldigung, ich würde das gerne kaufen. Tut mir leid, aber die sind nur für spezielle Kunden. Sie sind nicht verkäuflich. Oh, das tut mir leid. Entschuldige, Bob. Was kann ich für dich tun? Hast du ein Telefon, das ich benutzen kann? Tut mir leid, aber das einzige Telefon im Dorf ist kaputt. Kennst du jemanden, der ein Telefon hat? Fleder wahrscheinlich. Wenn du nach der Prinzessin suchst, sieh, ob du eins findest. Ich habe noch ein paar Fragen. Also, was möchtest du wissen? Was verkaufst du denn alles? Alles Mögliche. Manches davon ist nur für besondere Kunden. Was hättest du denn gerne? Ist der Fisch im Regal verkäuflich? Nicht mehr. Wir hatten einige unzufriedene Kunden, die ihn zurückgebracht haben. Da er ein Piranha ist, frisst er alle anderen Fische im Aquarium. Netter Laden. Hast du ihn selber dekoriert? Naomi da drüben hat mir geholfen. Sie interessiert sich sehr für Raumausstattung. Sie ist sehr hübsch. Aha, allerdings. Und bevor du auf falsche Gedanken kommst, wollte ich nur anmerken, dass sie meine Freundin ist. Verdammt. Und ich wäre gleich rübergegangen und hätte sie angegraben. Die hat aber auch wenig an. Sehen alle Dorfbewohner so aus wie sie? Nein, nicht alle. Manche von ihnen sind Männer. Ach, verdammt. Wohnt sie hier? Nein, sie lebt mit ihrem Vater, dem Häuptling. Vielen Dank, dass du mir von Naomi erzählt hast. Ist ja gut. Ich wollte mich nur ein wenig umsehen. Sag mir Bescheid, wenn du was gefunden hast. Ich wollte doch noch wegen den... Wie geht's, Bob? Hallo, Joe. Ich wollte doch noch wegen den Netzen fragen. Ich habe noch ein paar Fragen. Also, was möchtest du wissen? Was verkaufst du denn alles? Was verkaufst du denn alles? Alles Mögliche. Manches davon ist nur für besondere Kunden. Was hättest du denn gerne? Und zwar... Wie wird man ein besonderer Kunde? Ich belohne Langzeit- oder hilfreiche Kunden mit dem besonderen Status. Wenn du besonders sein möchtest, musst du mich beeindrucken. Ich wollte mich nur ein wenig umsehen. Sag mir Bescheid, wenn du was gefunden hast. Aber ich dachte, die Wurst hätte ihm schon gereicht. Schade, dass ich nicht direkt auf die Netze ansprechen kann. Was haben wir hier sonst noch? Mäuseohren. Wer will schon Mäuseohren an seinem Kopf haben? Wenn ich eine Maus wäre? Ich frage mich, ob hier heute Morgen noch Goldfische drin waren. Dann reden wir doch mal mit Naomi. Hallo, ich bin Joe King. Man kann mich als Pilot anheuern. Kann ich dir helfen? Och, ich hatte jetzt gedacht, jetzt kommt wieder wie bei Faye so eine schöne Großbildaufnahme von ihr. Was ist mit dem Friseurstuhl da draußen? Der gehört zum Friseursalon des Dorfes. Ich kann sehr gut Haare schneiden, nur kann ich meine Fähigkeiten kaum einsetzen. Die Leute hier wollen nur Topfschnitt. Das ist lustig. Ist der Salon Familientradition? Sozusagen.
Mein Urgroßvater hat immer ein bisschen viel abgeschnitten, bis er keine Kunden mehr hatte. Der hat also definitiv auch Ohren geschnitten, so wie es klingt. Kannst du mir die Haare schneiden? Vielleicht ein andermal. Ich bin heute Abend mit Bob verabredet und muss mich fertig machen. Ich bin ganz aufgeregt. Tja. Wieso bist du deswegen aufgeregt? Oh, nur so. Bob hat mir Parfüm geschenkt, was ich heute Abend tragen wollte. Aber Wedgwood hat die ganze Flasche ausgetrunken. Er war eine Woche lang betrunken. Das erklärt, warum es so gut gerochen hat, als wir uns das erste Mal sahen. Ich konnte es noch nicht Bob erzählen. Und ich weiß, dass er erwartet, dass ich das Parfüm trage. Was mache ich nur? Wenn ich noch etwas Parfum auftreiben kann, tauschen wir dann etwas aus dem Laden dafür. Tut mir leid, aber das darf ich nicht. Aber ich könnte etwas von meinen Sachen eintauschen. Zum Beispiel meine gute alte Haarschere. Ich denke daran, wenn ich zufällig Parfum finde. Danke. Ich glaube, da haben wir schon einen Ort, wo wir Parfum finden können. Wo hast du gelernt, Deutsch zu sprechen? Die Missionare im Dschungel sprechen Pygmäisch. Also haben sie mir Deutsch beigebracht. Ich bin die Einzige im Dorf, die es fließend spricht. Wo sind die Missionare? Sie haben ihre Mission im Dschungel. Wenn du glaubst, du könntest sie bitten, dir Pygmäisch beizubringen, vergiss es. Die werden es dir nicht beibringen. Und wieso? Wieso hat Bob es dir nicht beigebracht? Bob ist sehr nett und so, aber sein Verständnis von der deutschen Sprache ist etwas begrenzt. Er denkt, Grammatik ist eine Alterskrankheit. Danke für alles. Ist schon gut. Deine pure Anwesenheit entschädigt mich schon für die vergeudete Zeit. Hallo, du. Squaw, 8 Stücke. Joho, und eine Flasche voll Rum. 15 Männer auf einem Sarg. Squaw! Möchte Polly einen Cracker? Wah! Der Name ist Wedgwood. Squaw! Dummkopf! Wer ist ein netter Junge? Wah! Du nicht! Ich würde gerne sprechen, aber ich muss fliegen. Ah! Schlaues Kerlchen, was? So, gucken wir uns nochmal um, ob es hier außer dem Staubsauger sonst noch etwas gibt. Ganz wichtig beim Amazonenfischen. Ich würde meine Hände nicht in dieses Piranha-verpestete Wasser stecken wollen. Das hatten wir schon. Das Zeug fasse ich nicht an. Ziemlich beeindruckend. Ja, das Zeug fasse ich auch nicht an. Große deutsche Komponisten. Aufzug-Musak-Kollektion. Aufzugsmusik? Ich hab immer so ein Glück. Es ist kaputt. Die Aufzugsmusik hätte ich gern. Entschuldigung, wie viel kostet das? Ich fürchte mehr, als du dir leisten kannst. Ich hab ja leider mein Geld schon für einen Staubsauger ausgegeben. Mein ganzes Geld. Es ist einer von diesen schwedischen Tierfilmen. Ach genau, die sogenannten schwedischen Tierfilme. Hey, die sind ja voller Rizinusöl. Schwedische Tierfilme, in der keine Tiere mitspielen und... Ich möchte das gerne kaufen. Tut mir leid, mein Junge, aber es ist nicht verkäuflich. Deswegen hat er auch so viel davon rumstehen. So gerne ich würde. Ich lasse sie lieber hier. So, weiter gibt es hier scheinbar nichts. Zumindest glaube ich das nicht. Da oben gibt's noch Gift. Können wir das haben? Ich möchte das gerne kaufen. Tut mir leid, mein Junge, aber es ist nicht verkäuflich. Gut. Dann gehen wir erstmal weiter.